Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Jusson, einem Kletter-Adventure seinesgleichen. Ich freue mich ganz doll darauf. Ich bin Jenny, hi. Ich let's play heute mal ohne Joscha alleine, denn ich bin total im Boulder-Fieber. Ich kletter selber noch nicht so viele Jahre Tatsache, sondern erst ein halbes Jahr, würde ich sagen. Dafür sehr intensiv. Ich habe das Spiel als Demo mal gespielt und dachte, ich mache ein klassisches Angespielt. Wenn es euch gefällt, zeige ich euch das ganze Spiel, denn es ist gar nicht so mega lang. Deswegen lasst uns mal eintauchen in die mysteriöse Welt. Jusson, ein französischer Begriff aus der Seefahrt für Apple. Und was Ebbe mit Klettern zu tun hat, das werdet ihr gleich sehen. Da sehen wir den Berg, den es zu besteigen gibt. Damit herzlich willkommen. Das erste Solo-Let's Play seit einer sehr langen Zeit von mir. Ja, was machen wir? Vielleicht kann ich ein bisschen was erzählen in der Zeit, wo ihr noch die süße Krabbe anguckt. Wir befinden uns in einer Welt, wo der Meeresspiegel gesunken ist. Deswegen seht ihr, dass an den Bergen so korallenartige Gebilde noch sind. Wer wir so wirklich sind, keine Ahnung. Das werden wir hoffentlich in der Geschichte noch rausfinden. Aber wir sind auf den Spuren der Vergangenheit sozusagen. Denn wir finden überall Überreste der alten Zeit und haben einen kleinen Begleiter dabei. Was genau? Das weiß ich noch nicht. Und unser Ziel ist es, denke ich, ganz oben anzukommen. Und erstmal da, diesen Turm zu erreichen. So, Kapitel 1. Leuchtfeuer. Ui, das wird hoch, das wird hoch. Lasst uns mal gucken. Also es ist, glaube ich, es gibt Abzweigungen und ein paar Geheimnisse, aber es ist relativ linear. Ich glaube, man kann nicht zu viel verpassen. Deswegen stürzen wir uns doch erstmal ins Abenteuer. Also natürlich können wir klettern. So. Okay, dann haken wir uns fest. Und mit dem linken Stick kann ich, wie ihr seht, hier die Hand sozusagen bewegen. Um zu gucken, wo ich hingreifen will. Und ansonsten klettert man mit LT und RT. Genau, das Seil steht für den Hauptkarabiner. Das ist der hier unten. Und mit dem können wir uns quasi einhaken und aber auch, und auch loslassen. Ich glaube, das Seil, genau, mit B können wir es einziehen. Zack. Können wir uns sozusagen sichern, damit wir hier halt nicht irgendwann ganz nach unten fallen.
Und ihr seht, es gibt hier überall so Überbleibsel aus alten Zeiten. Und ich dachte mir, das ist das perfekte Spiel, um einfach mal so ein bisschen zu labern. die Umgebung zu genießen. Genau, diese Karabiner werden automatisch angehakt. Das ist noch ganz easy alles, aber wir können auch schwingen, springen. Alles Mögliche, das werdet ihr dann sehen. Und wir finden so Geschichten aus alten Tagen und können dann so ein bisschen nachvollziehen die Geschichte der Figuren. Mich interessiert als erste Frage und schreibt es gerne in die Kommentare. Klettert jemand von euch auch? Und wenn ja, bouldern oder Lead, draußen oder drinnen? Ja, das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Ich habe, wie gesagt, erst angefangen. Das heißt, ich bin überhaupt kein Profi. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich gehe aber so 2 bis 3 Mal die Woche trainieren. Aktuell. So. Okay. Die 3 Symbole repräsentieren die Sicherheitshaken. Wenn sie ausgefüllt sind, kannst du sie benutzen. Wenn sie leer sind, sind die Haken bereits an der Wand befestigt. Dann machen wir das doch mal. Zack. Ah, wir können A gedrückt halten. Und schwupp. Hui, wir sind ganz schön sportlich. Wo wollen wir denn überhaupt hin da nach drüben? Ja, okay, links die Anzeige zur rechten Seite ist unsere Ausdauer. Wir müssen ein bisschen auf die achten, denn wenn die ausgeht, dann stürzen wir, denke ich, ab. Und das wollen wir auf keinen Fall. Wir könnten uns hier auch nochmal sichern. So. Halb, wir sollen uns hier sichern. Okay, machen wir das doch mal, was das Tutorial möchte. Ah, jetzt wird's schon... Ah, wir können rasten. Ah, geil, dann schütteln wir unsere Finger aus und Arme. Das ist geil. Oh Mann, ey, Leute, Klettern macht einfach so krass Spaß. Ich war noch nie Outdoor-Klettern. Ich habe aber auch richtig Bock, mal Outdoor zu klettern. Was ich aber Tatsache gemacht habe, ist... ich bin den längsten Pilgerweg Japans gelaufen. Und bei diesem längsten Pilgerweg Japans gab es am Ende so eine Passage... wo wir in einem Taifun gelandet sind. Ui, könnte man da hoch? Seht ihr das? Das sieht eigentlich spannend aus. Da bin ich jetzt schon vorbeigeklettert, ne? Wären wir da denn hingekommen? Können wir hier runterklettern? Kann man auch einfach so runterklettern? Soll ich das mal ausprobieren? Nee, hier hakt er sich nicht fest. Vielleicht ist es auch nur... Zierde. Ah, das interessiert mich schon. Jetzt bin ich schon in so einem Oh-Nichts-Übersehen-Modus gelandet. Aber da lang... Naja, wir laufen erstmal weiter. Gucken, was wir hier noch so entdecken. Hier war nichts mehr, oder? Nee. Hier könnte man hoch... Und dort könnte man hoch. Ja, wir können aber auch drinnen lang. Lasst mal drinnen lang gehen. Genau, und es hat extrem geregnet. Und das letzte Stück war richtig, richtig krass steil. Mal gucken, ob hier noch was ist. Nee. Und wir mussten da schon mit unseren 14 Kilo Gepäckstücken echt ein kleines Stück klettern. Das war ziemlich scary. Muss ich sagen. Aber ja, zusammen mit Clemens, meinem Partner, habe ich das gemacht und geschafft. Und mit dem fühle ich mich immer sehr sicher. Ich will bald einen Lead-Kletterkurs machen und er hat gesagt, er würde sichern lernen, damit ich in Zukunft schön überall klettern kann. Oh, jetzt haben wir die erste Notiz gefunden. Eine weitere Schlafzeit auf der Suche im alten Delta. Ausbeute 2, Sicherungsstationen zum Zerlegen, ein guter Fang. Das sollte genügen, um die Route zum alten Kap wieder aufmachen zu können. Ansonsten war es leichter Wellengang, ein paar alte Laternen, die ich wahrscheinlich wieder reparieren kann. Die Leute haben früher solches Zeug weggeschmissen. Oh, ich habe endlich eine alte Strickmaschine für Ennio gefunden. Er fragt schon seit Zyklen nach einer. Nicht
in gutem Zustand, aber wir sollten sie wieder reparieren können. Ich bin mir nur immer noch nicht sicher, wie ich sie nach oben, nach Niedrigwasser schleppen soll. Ah, da ist schon die Anspielung. Niedrigwasser, das hieß bestimmt nicht immer so. Notiz an mich selbst. Hör auf mit Rem, Geschäfte zu machen. Alles, was er macht, ist meine Entdeckungen zu zerlegen und die Teile in der Höhe zu verkaufen. Er behauptet, ein anständiger Handwerker zu sein, aber er ist nichts weiter als ein Möchtegern-Händler. So sieht's aus. Ja, habt ihr gehört? So sieht's aus, Leute. Oh. Das ist schon geil. Okay. Wir können es seinen sämtlichen Uber. Ah, wir sollen tiefer. Oberflächen befestigen. Ah, wir können uns abseilen. Aha, ich sehe, was wir hier tun. Und fuck. Oh, geil. Das fühlt sich gut an. Ich muss sagen, das Game Feel ist schon sehr geil. Sehr smooth bisher. So. Wo wollen wir denn jetzt hin? Hier ist noch was. Ah. Zack. Ah ja, wenn wir uns hier abseilen. Ich zeig's euch, denke ich, trotzdem einmal. Damit ihr seht, dass ich recht habe, dann. Das ist jetzt ein Shortcut nach hier, wo wir eben waren. Das ist cool. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir die ganzen Shortcuts brauchen. Oder ob das so ist, falls man von woanders kommt, dass man da noch hinkommt und dann auch wieder zurück. Wahrscheinlich, vermute ich. Aber diese zärtliche Pianomusik dazu. Ja? Oh, da liegt was. Das Boot da rechts sieht aus wie ein kleiner Wal. Irgendjemand arbeitet da. Steinmetz. Und summt eine Melodie. Oder eher Ausgrabungen. Hm. Okay, jetzt fängt es wieder von vorne an. Ja. Cool, so findet man so alte Erinnerungen an die Welt. Ich liebe diese Korallen überall. Och, das ist schon hoch. Ihr könnt mir ja auch mal sagen... Habt ihr in Spielen Höhenangst? Weil ich weiß, Joscha wird manchmal komisch an manchen Stellen. Ist bei mir selten so, aber ich hatte es auch schon ein oder zwei mehr, also nicht Höhenangst im klassischen Sinne. Ah ja, guck mal, hier kann man ums Eck, um da lang zu kommen. Aber wir gucken hier erst noch, ob wir hier noch was finden. Tun wir. Geke! Wie läuft's in der Sägemühle? Im Restaurant laufen die Geschäfte schleppend. Fast niemand ist zu dieser letzten Musiknacht aufgetaucht, obwohl die Leute von überall her nach unten klettern. Ich weiß, dass wir keine Muscheln mehr auflegen, aber trotzdem. Ich habe darüber nachgedacht, dass ein Gerüst an der Seite der Kopfüberklippe vielleicht dabei helfen könnte, Besucher in unsere Richtung zu leiten. Ich vermisse es, eine vollgepackte Terrasse zu sehen. Kannst du dich darum kümmern? Ich habe mich schon mit Niedrigwasser abgesprochen und alle sind einverstanden. Hey Mo, hör mal, sowas passiert schon mal. Ich hoffe, dass du mich eines Tages auch mal um mehr bittest, als alte Boote zu zerlegen und Leitern daraus zu bauen. Zum Beispiel um ein romantisches Dinner zu zweit. Wie auch immer, dein Gerüst geht klar, da das Dorf zustimmt. Nach dem neuen Weg, den ich zur Ebene bauen muss, habe ich nicht viel Holz übrig. Aber ich habe immer noch ein oder zwei Wachsum liegen. Ich werde mich an die Arbeit machen, wenn die Gezeiten es erlauben. Ich schulde dir was, danke. Du bist spitze. Übrigens, triffst du zufällig mal die alte Sonja? Ich glaube, sie treibt sich momentan in deiner Gegend herum. Würde es dir etwas ausmachen, ihr zu sagen, dass mein Ofen eine neue Herdplatte braucht?
wenn du sie siehst. Meiner zieht Wasser. In der Zwischenzeit kannst du gerne im Restaurant vorbeisegeln. Ich bin mir nicht sicher, wie romantisch es sein wird, aber wir können uns immerhin ein halb gekochtes Essen teilen. Uhu, also Mo und Jeke. Daten. Oh, hier sehen wir das Sägewerk. Seht mal, das hat auch Anzeichen. Obwohl es seltsam ist, wenn es Säge... Naja, es ist dann irgendwann... Ja, aber eigentlich baut man sowas doch über dem Wasser. Wahrscheinlich, Vermutung, der Meeresspiegel sinkt und die Leute bebauen dann aber die Stücke, die freigelegt werden. Im Nachhinein. Okay, ja, ich würde sagen, wir... Okay, wir seilen uns ab. Ja, ich meine, das ist ja hier eindeutig. Hier gibt es sogar so eine Linie. Oh, das war gut. So. Unten war, glaube ich, habe ich vorher geguckt, war nichts. Oh, das war knapp. So. Weiter klettern, klettern, klettern. Also so viel Auto springen würde ich auf keinen Fall. Und die Person sieht auch nicht so wirklich aus, als hätte sie Kletterschuhe an. Aber egal. Ah! Oh! Wer seid ihr denn? Ich denke, da geht's weiter. Gucken wir mal. So, erstmal um. Oh Gott, sind die süß. Die sind auch wieder Krebse. Ah ja, hier haben wir wieder so eine Abkürzung, oder? Jetzt kommen wir wieder unten an, vermute ich. Aber ich guck trotzdem mal. Ja, hier ist das Sägewerk. Yes. Kann ich hier... Ja. Ich frage mich, wie lang dieses Seil werden kann. Ah! Ihr kleinen Viecher. Das ist spannend. Ah, komm. Ja, da oben wollen wir hin, ne? Auf den Turm. Zumindest erstmal. Okay, da geht's lang. Da können wir überall lang klettern. Da oben, da glitzert's schon. Ich glaube, das hier sieht für mich alles so aus, als wäre es Deko. Ich wüsste auch nicht, wie man da hinkommen soll. Es gibt ja hier keine Haken oder so. Und ich glaube, hier kann ich mich hier festhalten? Nö. Ich würde sagen, damit ist die Frage beantwortet. Und hier ist alles zugeschüttet. Ja. Dann gucken wir mal hier lang. Okay. Wieso... Oh. Ich habe festgestellt, dass man zweimal springen kann. Wie so ein Doppelsprung. Okay. So. So. Und Frucht da bitte. Ah, wir... Okay. Das war noch nicht der Ort, wo wir hochklettern konnten, scheinbar. Jetzt. Okay, man muss hier schon ziemlich genau sein. Da geht's weiter. Das heißt, wir klettern jetzt erstmal die Leiter runter. Dass wir uns da aus fest sein, finde ich ein bisschen süß. Nach dem, was wir alles tun, aber egal. Was gibt es denn hier so zu sehen von oben? Da oben wollen wir hin. Da ganz oben wollen wir auch irgendwann hin. Oh. Okay. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas noch vielleicht zu finden. Yes. Erst bei den Vorbereitungen heute für meine Überquerung habe ich es gemerkt. Das wird meine letzte Versorgungsfahrt für Fumerolia sein. Danach müssten die Leute mit dem auskommen, was sie haben, ne? Was gäbe ich nur dafür, dass alles wieder wäre wie früher? Lachen auf den Gesichtern der Leute, die Winzlinge, die sich auf die Klippen klettern und in die Wellen springen. Und wir Wasserfischer, die wir wieder fischen lernen. All die Sachen, von denen uns die Alten Schlafzeit für Schlafzeit erzählen. Aber genug mit der Gefühlsduselei. Ich muss noch die Wüste überqueren, ne? Und die Wagen vorbereiten. Ah, das werden die nicht von selber machen. Schön wär's.
Schön wär's, finde ich auch. Dann bitte hör. Oh. Man darf echt nicht so früh loslassen, sonst. Ah, ist das der Überhang, von dem sie sprach? Wahrscheinlich. Na, mal gucken, wie gut wir im Überhang sind. Wir nehmen auf jeden Fall, wir sind ziemlich strong, wir nehmen die Füße nicht mal an die Wand. Ich kann euch sagen, also wenn ihr noch nie geklettert seid, das macht man mal, aber nicht sonderlich oft. Cut loose ist schon ziemlich krass. Oh, los, kletter. Oh, und wir haben so viel Bauchmuskeln. Ja, wir haken uns hier ein, weil wir sehen schon warum. Okay, führe einen Doppelsprung aus. Zack, zack. Und dann halte A gedrückt, um einen Sprung zu landen. Okay, gut, dass ich A automatisch gedrückt habe, als ich Kante gesehen habe. Jetzt sind wir hier. Was gibt's hier Schönes zu sehen? Okay, eindeutig sollen wir uns da fest. Naja, die Kamera sagt uns schon. Hui! Aber unten gibt es eigentlich nichts mehr richtig, oder? Ich guck mal kurz. Da waren wir überall. Nö, wir wollen nach oben. Jetzt kann man so schwingen. Ein bisschen länger machen wir uns mal. Und... yes. Okay. Das wäre geschafft. Das ist so eine geile Treppe. Okay, wer hätte hier Angst hochzuklettern? Das ist schon nicht so ohne. Hier so auch über so eine Treppe zu gehen, wo es echt tief runter geht. Ich glaube, das ist nicht für jeden was. Oh Mann, ey. Als ich angefangen habe zu bouldern, dachte ich am Anfang, boah, ey, ich schaffe das alles nie. Und was ich am Bouldern so cool finde, ich finde es ein bisschen wie Real-Life Gaming. Denn es ist ein bisschen wie Puzzeln. Und das macht es total geil. Man muss nämlich irgendwie beim Bouldern zumindest immer sehr darauf gucken, wie ist die Route nach oben. Was mache ich wo? Was für eine Technik wende ich an? Wie hat der Routenbauer sich das vielleicht gedacht? Aber das Coole ist, weil Leute ja alle unterschiedlich groß sind oder unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, gibt es ganz oft mehr als einen Weg hoch. Was es auch total spannend und interessant macht. Und deswegen finde ich diesen Sport einfach mega geil. Also wenn ihr ihn noch nie ausprobiert habt, kann ich euch sehr empfehlen, mal in eine lokale Boulderhalle zu gehen. Was ich gemacht habe, ich habe einfach gleich mal so ein super basic... okay, ja, so ein super basic Einsteigerkurs gemacht. Einfach nur, um so Fallen zu lernen und so die Prinzipien und so. Das war überhaupt nicht teuer und wie lang ging der? 1,5 Stunden. Danach war ich die ersten Male bouldern. Fand's mega geil, hatte mir sogar Schuhe gewünscht von meiner Mom. Habe ich auch gekriegt zum Geburtstag. Und jetzt gibt's erstmal einen Schluck Kaffee. Entschuldigt. Mm. Und dann hatte ich leider Corona. Vorletztes Jahr zur Gamescom. Das hatte mich ziemlich erwischt und dann habe ich echt lang nichts gemacht. Oh, hier guckt mal. Da drüben kommt man aber hin. Da sind, ist beleuchtet, ja. Hier liegt nichts mehr rum, oder? Nee, ich sehe nichts. Und naja, dann irgendwie habe ich mir dann gedacht, ach komm, das nochmal ausprobieren. Irgendwie, ich hatte ja so Spaß und das ist schon ein cooler Sport. Und dann habe ich Freunde gefragt vor ein paar Monaten. Und wie das so ist, haben die gesagt, alles klar, probieren wir mal aus. Und jetzt sind wir alle ziemlich süchtig danach. Und auch sehr unterschiedlich, so von der Grundsportlichkeit aktuell. Aber es ist so krass, was wir gemeinsam so als Team schaffen. Oh, kann ich? Oh nein. Oh Gott, ich dachte, ich bin stecken geblieben, weil der Charakter sich erst gar nicht mehr bewegte. Oh, diese Viecher, ey. Na. No. Sowas gibt es bestimmt Achievements in dem Game. Finde alle
X, Y, Z. Man steht manchmal schon so auf so Einzelpixel, ne? Ja, ich weiß, wir kommen daher. Ich wollte nur gucken, ob es hier noch irgendwas anderes Cooles zu sehen gibt, aber sieht für mich nicht so aus. Dann lasst uns mal diesen Weg hier lang gehen. Ja, hier gibt es doch auf jeden Fall was. Lynn ist zu den Höhlen gegangen, um zu fragen, ob sie die Ausgrabungsstätten erweitern darf. Jetzt, wo der Chef weg ist, ist beim Graben der Wind aus den Segeln. Das ist gar nicht so schlecht. Boxen, Kisten, Fässer zu tragen ist mein Spezialgebiet. Ha! Aber ihr alten Steine, ja, aber ihre alten Steine herumzuschieben, oh, schon beim kleinsten Geklapper und Rollen werden jedermanns Knie weich. Naja, ich habe mich gerade an den Gedanken gewöhnt, mit Archäologen zusammenzuarbeiten, mich selbst wieder nützlich zu machen. Und schon gibt es weniger Arbeit. Ich bezweifle, dass es bald wieder losgeht. Ich erkenne einfach nicht, wie wir weitermachen sollen. Wie ist es bei dir? Wie stehen die Dinge in Niedrigwasser? Weigert sich die Idee immer noch, zur Schule zu gehen? Ach, mein Schatz, ich bin so froh, von dir zu hören. Wir vermissen dich. So sehr, sagt die. Ich unterrichte zu Hause und ich fische oft im Dunkeln. Erinnerst du dich an alle Namen der Region des Turms? Ich kann mich nicht mal daran erinnern, die gelernt zu haben. Ich habe die eine Hausaufgabe über den alten Altar gegeben, und so eine Weile um sie eine Weile beschäftigt zu halten. Sie soll ihn abmalen. Ich bin sogar mit ihr hingegangen. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal das Dorf verlassen habe. Ich habe vergessen, wie dunkel es da ist, aber du kennst die. Sie ist mutig und ihr gefällt es wirklich, in der Vergangenheit einzutauchen, genau wie dir. Wenn wir schon dabei sind, haben deine Archäologen endlich herausgefunden, wie die Grenzen, Gezeiten funktionieren. Sie graben jetzt schon eine Weile nach Antworten. Witzig, oder? Weißt du schon, wann du wieder zurück nach oben kommen kannst? Okay, also eine Familie mit Kind. Eine junge Familie mit Kind vielleicht. Und er arbeitet hier oben. Oder hat zumindest hier mal gearbeitet. Oh, weil wahrscheinlich, das haben wir irgendwie aus den anderen Texten ja schon entlesen, dass hier nicht mehr viel Touristen kommen, dass die Zeiten sich ändern, der Wasserspiegel sich verändert und dadurch irgendwie Schifffahrt eingestellt wird, das heißt auch weniger Leute kommen. Und deswegen hat er wahrscheinlich keine Arbeit gehabt. Oh. Das sieht nice aus. Was gibt's hier? Ich guck nur, bevor wir offensichtlich zum Turm gehen. Meint ihr, wir kommen da oben hin? Soll ich mal... Nee, scheinbar kann man hier nicht rum. Nee. Wir packen hier nichts und wir können auch an nichts wirklich springen. Okay. Dann würde ich sagen, lasst uns über die Brücke schreiten. Ich guck mir nur an. Hui. Ich will gern da oben hin. Oh, ich bin fast runtergefallen. Also hier dran kann man klettern. Um darüber zu kommen. Hey, na, wir nehmen gerade auf. Oh, nice. Ja, kein Problem. Klimi ist gerade nach Hause gekommen. Sagst du mir noch Tschüss, bevor du gehst? Ja, ich bin gleich. Okay. So. Meint ihr, wir kommen dahin? Bestimmt. Ich bin zu neugierig, es tut mir leid. Wer weiß, was wir hier noch finden können. Guck mal, wir... Ja. Ah, wir können uns da nicht festhalten. Okay, höher. Wieso dürfen wir uns denn an dieser Ecke da nicht festhalten? Nee. Dann machen wir das Offensichtliche und gehen einfach zum Turm. Oh.
Oh Gott, das ist ja mies. Die Kamera dreht sich und wir laufen immer noch geradeaus. Ui, guck mal, wie hoch das alles ist. Oh, da ist ein Schwein. Oder sowas. Was ist das denn? Eine Schweinemaus. Eine Schweinemaus. Oh, wir finden was Neues. Hey, Bianca. Du musst, wer weiß wohin, aufgebrochen sein. Ich bin zurück zum Postsystem gegangen. Immer noch kein Wasser. Was für eine Überraschung. Sauli und Fass sortieren immer noch alles per Hand. Und ich wurde gleich für die Zustellung eingespannt. Ich? Kannst du dir das vorstellen? Auf dem Rücken eines Steinchens? Du kannst dir den Anblick ja vorstellen. Das musste ich sogar über mich, da musste ich sogar über mich selbst lachen. Andererseits, warum nicht? Hm? Es ist ein Neuanfang. Und ich mag es, mit jedem neuen Brief mehr von der Welt zu sehen. Naja, es wäre noch schöner, wenn dieses verdammte Steinchen seine Richtung ändern würde. Wenn ich es sage. Und ich sage es dir. Es ist stur. Schlimmer als der alte Jom. Aber mal ehrlich, es ist ein Albtraum. Tja, wie es, wenn es so weitergeht, verpasse ich die Gezeit noch irgendwann. Ich habe dir deine Briefe vor die Haustür gelegt. Okay. Ja, ist das eine geschnitzte Vogel? Ja. Okay. Wo ist das Schweinchen hin, hä? Schweinchen? Ah, da ist das Schweinchen. Meint ihr, ich soll dem folgen? Schweinchen? Scheinbar nicht. Schweinchen läuft hier immer nur links und rechts rum. Ich würde Schweinchen gerne streicheln, aber das können wir nicht. Aber also, guckt euch an, wie süß es aussieht. Okay, da wird es runtergehen. Aber wir nehmen mal den offensichtlichen Weg hoch. Ich glaube, hoch in diesem Spiel ist immer schon mal richtig. Okay. Noch ein Schweinchen. Okay, okay. Auch so eine. Okay, da ist uns der Weg versperrt. Hier ist eine Treppe. Ist hier noch irgendwas? Ah ja. Geil. Hey Bianca, wie laufen die Dinge da unten? Ich habe gehört, dass dein Chef in den Horizont gesegelt ist. Freue mich, dass du ihn endlich los bist. Ich habe ihn sowieso nie gemacht. Hier an der Hütte ist es sehr ruhig. Mittlerweile schauen nicht mehr viele Leute vorbei. Ein Saisonjob. Ach, wenn es keine Saison mehr gibt, ich fange an, mich so zu langweilen. Man kann es ganz klar daran erkennen, dass ich jetzt Briefe schreibe. Erzähl mir etwas, was mich ablenkt. Bitte. Oh, Eme, ich bin froh, von dir zu hören. Ja, ich bin so nutzlos wie eine Boje an Land. Aber hier gibt es nichts Neues. Du bist schon eine Weile weg, also weißt du es vielleicht nicht. Aber hier hat alles zu. Außer dem Geschäft des alten Ennio. Er züchtet immer noch diese Schokos. Bassa hat versucht, ihn zu überreden, mit denen zu kommen. Erinnerst du dich an Bassa? Der kleine Unruhegeist ganz hinten im Klassenzimmer hat einen orkanartigen Streit angefangen. Das war absolut beeindruckend. Seitdem hat es niemand mehr versucht. Denkst du, sie werden dich behalten, wenn nicht mehr Leute vorbeikommen? Bald wirst du aber vielleicht wieder mit mehr Leute sehen. Ich bin auf eine geheime Anzeige gestoßen. Es wird eine Expedition zusammengestellt, um das Krähennest zu erforschen. Das reizt mich aber. Ein Abenteuer mit Fremden? Ach. Oh ja, ich habe davon gehört. Auf zu den Wolken, was? Das hört sich ja nach was an. Ich werde mal lieber die Vorräte auffüllen. Sie werden sicher hier vorbeikommen. Weißt du was? Du solltest dich ihnen anschließen. Komm mich doch besuchen. Jetzt, da du arbeitslos bist, hast du keine Ausrede mehr. Das wäre eine nette Abwechslung zu den vereinzelten Reisenden, die immer noch herkommen. Hey, erst letztens ist wieder ein Kletterer am Pass den weinenden Felsen stecken geblieben. Ich musste los und ihn los rausholen. Ach, den hättest du sehen sollen. Dumm genug, um Holz zu fressen, wie man sagt. Okay, abgemacht. Ich werde auf dich warten. Okay.
die Leiter. Die große Treppe hoch. Große Treppe hoch. Okay. Okay, okay, okay. Ich lass meinen Blick gerade mal in die Ferne schweifen. Das war ja alles dann mal Meeresboden, ne? Zumindest vieles davon. Da liegt so eine Art riesiges U-Boot. Gucken wir mal, was gibt's denn hier? Ob wir da rüberkommen? So, und mit Sprung. Okay, mit Sprung wohl nicht. Aber was ist, wenn wir... Von höher. Wir können uns von weiter oben schwingen, würde ich sagen. Boah, ey. Oh, ist das hoch? Ist es hoch? Ist es hoch? Ist es hoch? Aber es sieht für mich so aus. Jetzt sollten wir eigentlich hier... Weil hier ist extra das Teil gebaut, um... Ich glaube, das soll uns sagen, da ist nichts. Aber da ist was. Okay, okay. Hey, schon wieder so ein Viechchen. Die sind schon sehr süß. Okay, da ist was, aber bevor wir da lang gehen... Hier ist alles zugebaut. Guck ich noch, ob hier noch irgendwas ist. Oink, oink. Okay. Yes. Logbuch, 12. Oktaven nach dem Jusson. Jusson. Jusson ist das Wort. Hat Josh mir gesagt. Ich hatte kein Französisch. Nochmal einen Schluck Kaffee. Ich gehe endlich hier weg. Ich bin so glücklich, dass ich kein Auge zugekriegt habe. Im Büro des alten Hafenmeisters ist mir ein Zettel aufgefallen. Ein Gedicht für meine Ohren. Expedition zu den Wolken. Auf der Suche nach Hoffnung und Wasser. Triff uns in der 12. Oktave auf Bekas und Arloshof. Hochfeld, damit wir gemeinsam auf Reisen gehen können. Nachdem ich jetzt schon so lange in die Sonne brate und versuche, einen Sinn in meinem Leben zu finden, würde es mir gut tun, die Welt zu bereisen. Wie Emma sagen würde, hoffentlich... Okay, das ist von Bianca also. Hoffentlich machen wir Halt an ihrer Hütte. Schon beim Gedanken daran, sie wiederzusehen, weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Mit etwas Glück gibt es noch andere Abenteuer, die von Niedrigwasser aufbrechen. Ich möchte mich nicht ganz allein zum Treffpunkt der Expedition aufmachen. Das einzige Mal, dass ich jemals das Dorf verlassen habe, war zum Erntefest, als ich noch ein kleiner Jungfisch war. Eine Expedition wie diese ist kein leichtes Unterfangen. Sie wollen Segel zu den Wolken setzen. Diese ganzen Jungfisch- und Wasseranspielungen und so, ich denke, das ist schon ein Volk. Oder sagen wir mal, die Leute, die in der Nähe wohnen von diesem Dorf, sind schon sehr wasserverbunden. Das heißt, ich nehme an, es sind alles mal Inseln gewesen. Oh nein, meine Eltern. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Was soll ich Ihnen nur sagen? Hey Leute, ich breche zu einem Abenteuer auf. Wir sehen uns, wenn oder falls ich lebend zurückkomme. Natürlich, Bianca, Schätzchen, vergiss nicht, Snacks einzupacken. Ich sollte lieber nichts sagen. Und ich sollte Snacks einpacken. Was noch? Was nehmen Leute normalerweise mit, wenn sie auf so eine Reise aufbrechen? Eines ist klar. Was wäre eine Reise ohne Logbuch? Tja, dann kann ich abhaken. Ich habe vor, es wie die Expedition zu machen, die sich auf der Suche nach Quellen in die Salzebene begeben. Ich werde meine Einträge entlang des Weges verteilen. Für jeden, der uns vielleicht folgen könnte. Angefangen mit dieser Nachricht. Mach's gut, mein Leuchtturm. Du hast mich mit Wundern willkommen geheißen und mir Gesellschaft geleistet, während ich zu viel gegrübelt habe. Du warst immer für mich da. Ich überlasse dich den Wieberschnäbeln, die vom Himmel aus über dich wachen werden. Und um über diese Nachricht zu wachen, hinterlasse ich eine meiner Skulpturen. Das Abenteuer ruft Bianca.
Ah, da ist eine ihrer Skulpturen. Ah, das heißt, sie hat wahrscheinlich die Skulptur unten auch geschnitzt. Da wäre auch so ein Vogel. Na, okay, dann höher, höher, höher. Und ums Eck. Ach, das... Ah, okay. Ich dachte, man muss springen. Aber dann einfach immer hoch. Schon ein sehr charmantes Spiel. Okay, was will es uns hier sagen? Okay, wir sollen hier den Haken befestigen und uns runterlassen. Und dann eins. Oh Gott, wir können echt weit springen. Okay, da oben. Wisst ihr was? Dann springen wir doch hier gleich mal ums Eck. Ah ne, wir wollen höher. Blödsinn, wir wollen noch da. Noch höher und dann ums Eck geschwungen. Yes. Dieses Klicken immer. Und zack. Das macht schon Spaß von. Also ich kann es euch sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob einer von euch einen Game Pass hat. Es ist auf jeden Fall im Game Pass erhältlich. Es gibt es für die Xbox, das weiß ich, weil es ist ja ein Microsoft Game. Es gibt's. Ich weiß gar nicht, oh fuck, ob es das auch für Steam gibt. Wir können uns ja hier bestimmt auch schwingen. Yes. Aber ich kann nachgucken. So. Aber es gibt es bestimmt auch auf Steam, weil man veröffentlicht ja meistens irgendwie auf PC generell. Okay, hier ist wieder eine Nachricht, die lesen wir gleich. Ich gucke mich noch einmal hier noch um. Guck mal, hier hat sich das jemand schön eingerichtet im Leuchtturm. Und es ist scheinbar eine sehr warme Gegend generell, weil es gibt immer keine Fenster. Also ich meine, manche Sachen sind hier verfallen, aber ich google für euch mal eine Sekunde, auf welchen Plattformen das Spiel rausgekommen ist. PlayStation 5, Xbox Series, Microsoft Windows und Steam. Und bei Steam kostet es... Los, los, los. Oh, ey, die Steam-App ist so langsam. 24,99 und hat 250 Reviews. Aktuell. Ich habe Mo um Hilfe gebeten, aber es nützt nichts. Die Tür will sich nicht rühren. Wir haben keine Chance herauszufinden, wie die inneren Mechanismen funktionieren. Hat es etwas mit den Verlorenen mehr zu tun? Mo ist zwar auch nicht der geschickteste Handwerker, aber man hätte doch meinen können, dass wer es zu zweit hätte herausfinden können. Er musste Anker lichten. Ein Date. Er hat das gesagt. Er war tatsächlich ein wenig zu schick angezogen fürs Herumwerkeln und auch ziemlich einparfümiert. Nichts davon beantwortet meine Frage. Ich habe dich von unten nach oben abgesucht und ich bin nicht weiter als am Anfang. Ich weiß immer noch nicht, was du einmal gewesen sein magst, mein Leuchtturm. Deine Malereien scheinen auf Wasser anzuspielen, das vom Himmel fällt. Aber puh, das ist ziemlich vage. Was soll ich jetzt tun? Ah, okay, also der Leuchtturm ist das auch gar kein klassischer Leuchtturm. Und was mich wundert, es gibt ja Papiere. Ne, das sieht aus wie Papier. Dann gibt es diese Digitalnachrichten. Ich frage mich, ob die aus verschiedenen Zeiten sind. Kann man hier... Galerie haben wir noch nichts gefunden. Briefe. Muss man die jetzt so... Ich wollte nur mal gucken. Hier, seht ihr das? Das hier ist doch aus einer anderen Zeit als das hier. Ne? Also die Symbole sind ja sogar unterschiedlich. Ich guck mal, bei Bianca haben wir... Genau, bei ihr finden wir die Logbuchseiten. Alles klar, alles klar.
Dann höher, höher, höher. Ui. Das sieht cool aus. Die Malereien da. Wasser. Da, Wasser, das vom Himmel fällt. Ah, ich sehe, was gemeint ist. Wasser, das von Höhe fällt. Okay, wir haben schon mal eins aktiviert von allen. Wie mega. Kapitel 2, Wanderung. Boah. Geil, ich würde sagen. Oh, sorry, das war nicht unschön, das war meine Schuld. Ich wollte gerade da so schön hochgucken. Denn ich wollte sagen, ich glaube, das ist ein guter Moment, eine Pause zu machen. Ich sehe da überall noch Dinge. Ich will dorthin. Seht ihr das? Kam ja von dort unten. Da ist was und da ist was und hier kann man wahrscheinlich rüber sippen. Dann kommt man da unten an. Vielleicht wieder. Ja, aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Zumindest wenn es euch gefällt. Dann würde ich drüber nachdenken, ob ich noch eine weitere Folge aufnehme. Oder halt, dann würde ich es natürlich zu Ende spielen. Also genau, deswegen, wenn ihr es mögt, dann bitte Daumen hoch und ihr könnt gerne abonnieren natürlich jederzeit, denn das hilft unserem kleinen Channel sehr. Lasst Kommentare unten da, erzählt mir gerne, wie ihr es findet. Es ist halt so, ich würde sagen, wenn man es nicht Let's Playt und nicht vorliest, 4 Stunden lang, so 3 bis 4. Man kann aber auch, wenn man alles absucht, 5 Stunden spielen. Ist auf jeden Fall kompakt, klein, süß. Die Story wird halt, wie ihr gesehen habt, über diese ganzen Zettel und ich wollte fast sagen Flaschenpost, aber es gibt ja hier kein Wasser. Von daher vergesst das wieder. Erzählt und ich bin schon neugierig. Also ich spiele es auf jeden Fall durch, so oder so. Genau. Und dann ansonsten ist das halt ein Angespielt gewesen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.